Okay, ein Terminal. Vielleicht kann man da irgendwas Gutes hacken. Tür entriegelt. Tja, da haben wir es mal wieder cool gehackt. Okay, ich nehme an, es handelt sich um diese Tür hier. Ah ja, wir kommen gleich hier rüber. Ja, bitte, einmal raus. Das gleiche gilt natürlich für dich. Na komm schon. Ja, bitte. Und auch Graf Faust. Müsste eigentlich Urfaust heißen, das wäre geiler. Urfaust ist eigentlich ein geiler Name für einen Kierdepp, fällt mir gerade so ein. Na, vielleicht kann man es irgendwie nutzen. Hoffe mal, dass meine Kollegen vom Rollenspiel gerade nicht zuhören. Die könnte ich gerade mit einsetzen. Urfaust. Ja, gute Idee. Die Käferschamane. Ein rhythmisches Summen erfüllt die Luft. Es durchdringt dich, vibriert in deinen Lungen und deinem Brustkorb, sodass es schwerfällt, Luft zu holen. Es verursacht eine elektrische Spannung, die dir die Haare zu Berge stehen lässt. Weiter vor dir hörst du den Klang der Gesänge, begleitet von dem feuchten Gekrabbel der Larven. Noch etwas. Ein fernes Poltern von Stein auf Stein. Von überall spürst du eine unbestimmte, unmittelbare Bedrohung. Etwas ist auf dem Weg hierher und es muss aufgehalten werden. Mir fällt eigentlich aber noch. Oh, wir können wieder ganz normal mal laufen, ohne Kampf. Aber ich habe noch 9 Karma mittlerweile. Stimmt, ich habe 8 Karma bekommen. Vielleicht kann man noch irgendwas einsetzen. Zum Decken ist hier scheinbar nicht mehr so richtig viel. Ich meine, gut, in der Umgebung ist es nicht so verwunderlich gerade. Ich überlege, ob ich Gewehr noch ein bisschen erhöhe. Zum Decken haben wir schon alles maximiert. Das haben wir maximiert. Das, alles klar. Dann sind wir hier völlig durch. Dann könnten wir Fernkampf noch weiter erhöhen. Wo sind wir da bei Fernkampf? Bei 5. Wir könnten also Gewehr noch um 2 Punkte erhöhen. Ich würde sagen, das machen wir gerade mal. Erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer mit Gewehren. Wunderbar. Und Stufe 5. Dead Eye increases to hit bei 20%. Cooldown 3 Runden. Völlig in Ordnung. Gute Wahl gerade für die anstehenden Kämpfe. Dann speichern wir das Ganze und schauen mal nach, was es hier zu sehen gibt. Hier könnte man wahrscheinlich irgendwas Cooles machen, aber wir müssen offensichtlich da raus. Oder da rein, wie auch immer. Ah, ein Gespräch tatsächlich mal. Guck mal, hier ist noch was zum Decken. Ich mag es übrigens, wie das hier alles so gemalt ist. Jetzt speichern wir gerade nochmal. Hallo? Jessica Watts, ihr habt offensichtlich schon auf uns gewartet. Jessica scheint sich in den Fängen einer gewaltsamen Trance oder in denen eines milden Anfalls zu befinden. Ein manischer Zustand, der durch die schiere Energiemenge, die sie zu bewältigen versucht, verursacht wurde. Spike, stopp! Die Königin, sie ist... Na, das Gefäß! Die Beschwörung! Wir dürfen nicht gestört werden! Es gibt kein Gefäß und es wird auch keine Königin geben. Und da bin ich anderer Meinung. Ich habe ein wertvolles Gefäß bereits befreit. Jessicas Augen rollen nach oben in ihre Höhlen. Welche Energie sie sich auch bedienen mag, sie scheint bald ihren Höhepunkt zu erreichen. Lynn antwortet an ihrer Stelle. Du magst Marie-Louise, unsere Auserwählte, geraubt haben. Doch eine andere Telestrian wird ihre Stelle einnehmen. Ich opfere mich freiwillig. Ich werde der neue Wirt unserer Königin sein und die Mutter einer neuen Welt. Du wirst die Mutter einer toten Welt sein. Ist er doch völlig verrückt, alle beide, oder? Du hast doch gesehen, was diese Viecher tun, Lynn. Diese Königin wird dich mit Leib und Seele verschlingen. Harlequin zieht eine übertriebene Grimasse, um dann ein paar Milliarden Junge zu gebären. Pfui. Nein, ich werde ein vollkommenes Geschöpf sein. Dank mir und meines Opfers wird ein neues Zeitalter beginnen. Als Jessica erneut zu sprechen beginnt, herrscht in ihren Augen eine bedrohliche Schärfe. Ihre Worte werden von Lynn in einer Art und Weise wiederholt, die eine Verbindung suggeriert, die weit über gemeinsamen Fanatismus hinausgeht. Der Schwarm hat keine Gedanken außer Hunger, kein Ziel außer Fortpflanzung. Wir sind eins. Dann sterbt ihr auch als eins. Wenn ich dich töte, wird es wohl meinem Questing als auch meinem Gewissen gut tun. Das stimmt wohl. Es tut mir leid, Jessica, dass alles jetzt endet. Oder Sam hat auch einen unstillbaren Hunger, nicht wahr, Jessica? Das scheint aus der Bahn geworfen zu haben. Was? Du hast es selbst gesagt. Sam war bestimmt von seinen Gelüsten. Er war immer nur auf der Suche nach dem nächsten Rausch. Abscheuliche Gelüste. Nun, Gelüste, die er nicht kontrollieren konnte und sie haben ihn umgebracht. Weil ich es so wollte. Ja, aber warum? Es geschah niemals nur um deiner Mutter willen. Das Surren der magischen Energie, die den Raum erfüllt, scheint nachzulassen. Sie hört dir zu. Du hast schon unter dem Einfluss deiner Kreaturen gestanden, lange bevor du vom Tod deiner Mutter erfuhrst. Die Bruderschaft, sie war wie eine Familie für mich. Ja, und sie hat dich bereits aus deinem alten Leben befreit. Aber warum bist du zurückgekommen? Warum hast du Sam getötet? Sie hält inne. Ich musste es tun. Für das, was er getan hat, was er geworden war. Du sagtest also, Sam war ein Symbol der Krankheit in dieser Welt. Doch ich glaube, er war ein Symbol der Krankheit in dir.
Du versuchst mich abzulenken. Stimmt, aber ich denke, ich habe jedes Recht dazu. Du hast eine Falschheit in deinem Inneren gespürt und hast sie auf Sam projiziert. Nein, Nun, Jessica, er war dein Bruder. Dein Zwilling. Begreifst du das nicht? Jessica wird ruhig, sie senkt den Kopf. Es tut mir leid. Aber es ist zu spät. Ich kann das Geschehen nicht ungeschehen machen. Und ich kann das, was geschehen wird, nicht verhindern. Jessicas Körper verkrampft sich. Yay. Oberkörper zuckt zurück und ihre Füße verlassen den Boden. Sie lässt einen markerschütternden Schrei zwischen Entzücken und Qual ertönen. Die Königin naht! Was genau ist hier? Eine Insektensäule. Ich habe nicht das Gefühl, dass das gut ist. Deswegen schieße ich erstmal auf die Insektensäule. Du bist immun. Immun ist nicht gut. Dann schießen wir mal auf die Beschwörer. Magier zuerst, das wissen wir alle. Genau. Du machst bitte mit. Schade. Und du gehst bitte bis hier vor. Um dann ebenfalls auf die Magierin zu schießen. Und mal wunderbar zu verfehlen. Okay, du kommst. Kommst du ran? Du kommst gerade so ran, ja. Jawohl, 22er Schaden, kritisch. Hast du viele Lebenspunkte, meine Güte. Und da rennt sie weg, heilt sie wahrscheinlich gerade noch. Sie bezieht ihre Macht von diesem Ding. Ah ja, ich verstehe. Und da kommen schon die ersten Insektengeister. Ja, vielen Dank. Okay, folgendes. Wir wechseln gerade mal die Waffe. Du bist auch dagegen immun? Okay. Nein. Dann eben erstmal dieses Vieh hier. Jawohl. Schade. Und nochmal. Sehr gut. Einmal den. Ganz wunderbar. Und dann lädst du gerade mal nach. Gra wird... Ja, renn mal da bitte hin und hau schon mal auf das Ding hier ein. Vielleicht ist die Magier auch gleich mal. Du bist immun, wahrscheinlich sowieso, aber egal, du wirst aber hier nochmal angreifen können, damit ihr nicht sich zu sehr regeneriert. Hat ja hervorragend funktioniert. Der Geist kommt, sie rennt weg und macht Dinge. Was machst du denn? Okay, 5 Schaden ist in Ordnung und du verfehlst, das ist auch gut. So, mein Lieber. Du musst auf jeden Fall schon mal diesen Geist hier... 83% du verfehlst trotzdem. Es ist unglaublich. Na gut, da du eh noch... Ist aber... Spike, was ist los mit dir? Der nächste verdammte Geist kommt angelaufen. Insektengeist meine ich. Du musst dieses Vieh jetzt umbringen. Und du schaffst es nicht. Sehr ärgerlich. Ja, dann kannst du eigentlich auch schon direkt nachladen, weil das nächste Mal lohnt ja eh nicht. Und mit deinem Schwert einmal auf sie einhacken. Sag mal. Das läuft ja gerade überhaupt nicht. Geh mal eben dahin. Sehr schön. Und nochmal bitte. Okay, manche Leute sind untreffbar offensichtlich. Grabe das hoffentlich regeln. Sehr schön. Und nochmal einen normalen Schlag bitte. Ach, schade. So, was kommt jetzt? Du rennst weg. Sieh mal, du regenerierst dich gerade ein bisschen. Sieht aus wie Heilung, ja. Und noch ein fetter Zauber. Der andere macht irgendwas. Kommt jetzt ein bisschen näher. Wird euch aus der Ferne wahrscheinlich schießen. Und der nächste kommt angerannt. Verdammte Axt. Das ist echt ein harter Kampf. Kann man nicht anders sagen. So. Komm. Du willst nicht direkt ausschalten. Harlequin wird... Einmal auf dich schlagen. Nochmal auf dich schlagen und dann hoffentlich ihn hier erledigen. Ach, du musst gleich nachladen nochmal, verdammt Harlequin. Oh Gott, nein. Coyote, bitte triff bitte mal. Ja, trifft vielleicht nicht gerade. Egal. Ihn auch nochmal. Sag mal. Wie gesagt, du stehst direkt davor. Wie ist es überhaupt möglich? Hast
vielleicht noch ein Heilpäckchen gerade da? Hast du? Vielleicht nutzt du das gerade mal. Sag mal. Naja gut, Insektentod in Bewegung plus 4 und Mehrfachangriff. Was geht mit dir ab? Irgendeine Art Boost? In Ordnung. Das ist, glaube ich, der schwerste Kampf, schätze ich mal, im ganzen Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir erstmal schaffen werde. Mal gucken. Okay. Er schafft es schon mal nicht. Okay. Wäre schon mal ganz günstig, wenn wir ihn jetzt mal zweimal treffen würden. Einmal, das heißt, im nächsten Mal wirst du nicht mehr treffen. Oh doch. Ungewöhnlich. Komm. Sehr schön. Dann direkt nachladen. Hast du noch einen Dogwagon? Ja, hast du. Aber du kommst nicht rechtzeitig ran, wa? Okay. Dann erstmal auf dich. Natürlich verfehlt. Hast du gerade einen Dogwagon? Hast du nicht. Okay. Erstmal auf dich schießen. Meine Güte. Dreimal verfehlen. Und Gras stirbt bald. Okay, und ich bin auch gerade gestorben. Und das war der erste Versuch in diesem Kampf. Ich bin tot, lässt den Spielstand neu laden. Das wäre, glaube ich, ganz günstig. Wir müssen uns da ein bisschen mehr zurückhalten, denke ich mal. Ich versuche mal eher in dieser Region hier zu bleiben und nicht so sehr mich einkesseln zu lassen. Wir werden natürlich dieselben Dialogoptionen wie eben. Okay, erstmal, es wird keine Königin geben. Oh nicht, wir haben es befreit, genau. Würde ich verschlingen. Das, das, das. Dann hat man den Zweig hier gewählt. Ja. Genau. Und das war's. Okay, eine Frage. Hätten wir dich eigentlich schon mal heilen können? Die hätten wir nicht. Was mich mal interessieren würde, kann man dir eigentlich jetzt gerade mal eine Granate an den Kopf werfen? Jetzt, wo ich sie gerade sehe. Wow, 4 Schaden. Mit einer Granate. Irre. Dann gehen wir hier hin. Hätte auch gleich zu dir gehen können, mir gerade so auf. Und nochmal. Du musst nochmal deinen Zauber hier nutzen. Du hast eigentlich so viele Zauber, die du alle nicht nutzt. So. Du bist bis hierhin. Schießt einmal 40er Schaden. Sehr geil. Okay, Gra. Du heilst dich schon mal sofort selbst. Und ja, greif's einmal an. Ich glaube fast nicht, dass es machbar wäre, die Person hier in einer Runde zu töten. Okay. Aber erstmal müssen wir uns um den Geist kümmern hier. Weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir es mit einmal schaffen könnten. So. Einmal einen gezielten Schuss. Wunderbar. Und nochmal weiter. Hervorragend. Gut, du wirst ihn hoffentlich ausnocken. Dann wirst du dich so hindrehen und warten. Vielleicht klappt das ja. Kyoto wiederum kommt direkt zu dir. Und das nächste, nee, kannst du mal schön die Schrotflinte nutzen. Hast du noch andere Optionen? Oh ja, hast du. Feuerstoß. 2 Angriffe mit einer Aktion erhöht die Chance auf kritischen Schaden, verbraucht 5 Kugeln. Auf geht's. 30er Schaden, sehr angenehm. Gra. Du wirst einen Mana. Ne, warte mal, hier ist es. Gegenangriff? Nein, eine Mana-Faust wirst du mal auf sie starten. Okay. Und da bist du auch schon. Verfehlst mich so gleich, das finde ich gut. Reaktionsangriff verfehlt leider auch, das ist schlecht. Okay, hier übrigens aus. Nee, nicht die falsche Waffe benutzen, ganz wichtig. 1 Treffer. 2 Treffer, sehr schön.
Bitte direkt nachladen, dass wir nicht gleich in Schwulitäten kommen, falls der nächste Geist rausgerannt kommt. Sehr, sehr schön. Nachladen. Und gleich zum nächsten. Wo ist denn der nächste? Keine Ahnung. Wir können uns aber erstmal um dich kümmern. Verfehlen natürlich wunderbar. Gut. Nochmal schießen. Kannst du nicht genug Munition dafür? Okay. Einmal nachladen. Schön 20er Schaden raushauen. Okay. Aber was kannst du noch machen? Todeskralle. Ne, brauchen wir gerade nicht. Nimm mal einen anderen Angriff lieber. Nimm mal den. Ah, schade. Und dann nochmal einen normalen Angriff, bitte. Schade. Vielleicht kommt der nächste Geist. Du wirst dich gerade heilen. 20 Lebenspunkte, okay. Okay, wir werden erstmal den Kleinen da unten, glaube ich, töten, wenn das irgendwie geht. Obwohl wir eigentlich auch dich fast töten könnten, aber egal. Falsche Waffe. Warte mal. Du kannst von da hinten nicht schießen, oder? Weil es hier nicht durchgeht. Doch, du kannst da durchgehen. Ach, verdammt. Okay. Dann müssen wir es so machen. Ach, schade. Harlekin, bitte. Regel das. Und du kannst auch gerne nochmal zaubern. Sehr schön. Und noch ein weiterer Angriff. Ah. Okay, nehmen wir doch erstmal Gra, bitte. Bitte triff einmal wenigstens, das reicht schon. Genau. Und dann kannst du direkt wieder zurückgehen und die Dame nochmal hauen. Du kannst einfach so schießen, das wird reichen, denke ich. Gerne auch einen gezielten Schuss. 20 Schaden, ganz hervorragend. Und nochmal 10 Schaden, also 30, wunderbar. Und... naja, mal gucken, ob ich das mal wieder heilen, meine liebe Dame. Der Geist kommt. Du wirst einmal schießen können. Ah ja, haben wir also insgesamt 10 Lebenspunkte abgezogen, weil du nur 20 heilen konntest. Und jetzt kommt leider der ganze Mist von dir, weil du bist ziemlich übel. Ah, du triffst auch nochmal. Schade. Okay. Versuchen wir es mal. 79%. Einmal. Zweimal. Jetzt läuft es gerade ganz gut. Sofort nachladen. Und du musst auch einmal treffen, bitte. Sehr, sehr schön. Hast du getan. Nachladen. Und dann gehen wir möglichst schnell in deine Richtung. Okay. Du wirst wenigstens einmal schießen. Warte mal. Einmal auf ihn schießen. Nochmal auf ihn schießen, Alter. Ist das dein Ernst? Und dann erstmal hier in Deckung gehen, dass du das nicht mehr gesehen werden kannst. Danach musst du mich mal nachladen. Gra wird es dir gleich... Gra wird hier mit anpacken müssen. Kannst du mannermäßig irgendwas machen? Eine Mana-Faust? Immerhin 10 Schaden. Okay, du läufst ganz schön weit weg. Gut. Auf die Entfernung kriegen wir es wahrscheinlich nicht so gut hin. Wir probieren erstmal näher ranzukommen. Wir müssen nämlich auch noch mit der Anti-Käferwaffe auf dich schießen. Oh ja, sehr gut. Da kommt schon der nächste wieder rausgekrabbelt. Ist das dein Ernst? Kommt immer mehr. Offensichtlich kommt immer mehr. Punkt 1. Ein Mana-Ball für dich. Sehr schön. Punkt 2. Eine Heilung für irgendwen. Ja, für Gra. Weil du gerade in Sichtweite bist. Du musst ja in Sichtweite sein. Okay. Du lädst nach. Ja, kommst dann direkt zu dir. Hallo, werte Dame. Mit der Schrumpf in den Rücken schießt du nicht. Triffst du zumindest nicht. Super. Okay. Wo kam der nächste angelaufen? Da kommt der nächste. Um dich kommen wir jetzt erstmal später. Wir kommen erstmal zu dir. Wir dürfen uns nicht ganz so sehr aufteilen. Wir müssen sie mal ein bisschen beschäftigt halten. Und da ist der verdammte Geist. Nummer 3, glaube ich, mittlerweile. Und das ist ein Nahkämpfer, ganz offensichtlich. Bitte triff nicht. Und du triffst natürlich ganz wunderbar.
Okay. Da ich gerade auf 75% wird hoffentlich reichen. Schön verfehlt. Bitte was? Ja, dann kannst du auch eigentlich gehen. Da du eh gleich tot bist, also da du eh gleich wieder belebt wirst, da kannst du auch einfach auf dich gehen. Okay. Ja. Gut. 70% natürlich verfehlt. Oh Gott, ey, wirklich. Immerhin einmal 20 Schaden, aber es macht insgesamt nicht mal 8 Schaden pro Angriff. Nicht mal 7 Schaden pro Angriff, genau. Okay, dann nochmal auf dich. Und nochmal den Doppelangriff, der war mal ganz nett. Nicht genug AP. Oh, stimmt, ich bin hingelaufen. Dann eben nochmal. Oh doch, warum ich den Gegenangriff? Vielleicht greifst du mich ja an. Okay, was passiert gerade? Ah, du kommst zurückgelaufen. Du greifst dich wirklich an. Und ich greife dich schön zurück an. Du bist wieder da, was freue ich mich doch. Aber du bist gerade. Du bist gerade eher im Fokus. Ist das dein Ernst, dass du hier nicht triffst? Ah, immerhin. Harlekin kommt auch ein bisschen näher, bitte. Ah, bist schon ganz nah. Eins. Zwei. Und kurze Frage, bist du eigentlich voll aufgeladen? Bist du? Sehr gut. Dann. Verdammt. Du bist verletzt, das ist wohl korrekt. Verfehlt Gott sei Dank deine eigenen Leute. Sehr schön. 20er Schaden. Und nochmal 10. Also du brauchst wenigstens eine Heilung, um das wieder hinzukriegen. Du wirst dich gerade mal. Du kannst dich nicht selbst heilen. Na gut, dann machst du es lieber nicht. Ja. Einmal auf dich. Mit Doppelangriff. Und einmal. Ach, da ist schon eine AP weniger, stimmt. Du heilst dich gerade. Kannst ernsthaft noch einen Zauber wirken. Ah, du heilst dich um 40 Punkte. Das ist schlecht. Okay, minus 17 Schaden. Oder 17 Schaden und 2 Konstitutionen, 2 Panzerung weniger. Das ist schlecht. Puh, okay. Ein weiterer Versuch, dich zu töten. Und ein weiteres Mal versagt Spike. Ey, sag mal, wirklich. Das nervt jetzt wirklich gerade richtig. Okay. Eine Frage habe ich gerade mal. Und zwar, da der Kampf eh schon mehr oder weniger verloren ist, kann ich dich denn angreifen? Weil du leuchtest gerade so schön. Verfehlt? Komm, bitte einmal wenigstens treffen, damit ich meine Theorie testen kann. Du bist auch immun damit, okay. Gut. Stell dich da hin. Verfehlt natürlich. Und heil mal bitte erstmal dich selbst. Ja, Herr Gra. Du kannst. Was kannst du noch machen? Magieresistenz. Ja, das kannst du machen. Wie lange hält das? Keine Ahnung. Hast du automatisch schon. Okay. Todeskralle. Probier's mal aus. Okay, nicht genug AP. Aber du musst eh mit deiner Hand angreife gerade so auf. Wow. Ja, erstmal heilst du dich, natürlich. Du wirst irgendwie jemanden töten wahrscheinlich. Der Geist kommt hier wieder zurück. Und du bist. Du liegst da nieder, verdammte Axt. Okay, wen haben wir hier? Spike haben wir hier. Der Mann, der zum wiederholten Mal versagt, leider kann man es nicht anders sagen. Hast du gerade noch einen Dogwagon? Ja, hast du. Sehr schön. Und dann noch einmal auf dich. Dieses Verfehlen. Ja. Stört, um das mal freundlich auszudrücken. Kannst du einmal schießen? Kannst du. Na, du triffst wenigstens halbwegs regelmäßig. Das musst du nachladen, nicht wahr? Genau. Und der Geist ist mal wieder da. Ein Aktionspunkt weniger. Das heißt, nicht unbedingt, dass du triffst. Also, du kannst dich nicht bewegen. Du verfehlst zum, weiß nicht, 5. Mal am Stück. Spike, was ist los mit dir?
Das ist wirklich so sinnlos gerade. Einmal ein Mana-Blitz auf dich. Und dann müssen wir einfach versuchen, den Magier irgendwie halbwegs auszuschalten, weil die Geister kriegen wir irgendwie gerade nicht hin. Genau. Einmal die fette Salve wieder. Schön. Und einen gezielten Schuss. Wow, es reicht gerade mal so für deine Heilung. Und du musst... Naja, mach ruhig deine Axt. Du musst gucken, was du hier hinkriegst. Kriegst also nichts hin. Deinen Knaufschlag vielleicht nochmal. 26%. Wird immer schlimmer. Liegt vielleicht auch daran, dass wir die ganze Zeit hier bezaubert werden von den Geistern. Der stelle ich perfekt für die alle da. Der eine Geist geht wieder seinen Körper rein. Wir sind gleich tot. Ich sehe schon, wir müssen jetzt den Kampf eigentlich nochmal neu angehen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt gleich, weil das wird so ansonsten nicht weitergehen. Bin mir gar nicht sicher, wir müssen doch die Säulen irgendwie angreifen können, oder? Du bist immun dagegen. Ja. Ja, du bist immun dagegen, auch wenn ich hier drauf pitche. Da kommt schon wieder ein neuer Geist angelaufen. Du bist aber auch immun dagegen, oder? Hm. Da bin ich mir manchmal echt nicht ganz sicher, was wir gerade machen sollen. Konzentrieren wir jetzt auf die Magierin, dann kommen die Geister irgendwann. Ich glaube, wir müssen uns tatsächlich auf die Magierin konzentrieren, weil hier kommen immer mehr Insektengeister, immer mehr und immer mehr. Und wir werden die niemals in der Zeit töten können, in der die herankommen. Wir kommen ja auch nicht mehr raus. Wir können es auch nicht irgendwie zurückziehen, großartig. Ich gucke gerade mal hier, was ist das denn? Ach, guck mal, wenn man es hier hinstellt, was ist denn da? Geh bitte mal dahin, nur mal aus Interesse. Kommst du dahin? Nein, kommst du nicht. Geh mal dann dahin. Kommst du bis da hinten hin? Ja, bist immun. Okay. Ich würde es wirklich mal interessieren. Okay, klappt doch nicht. Wir müssen diese Säulen doch irgendwie angreifen können. Wir schaffen es nicht mit diesem Spray sozusagen, die gegen Geister gut sind. Wir schaffen es aber auch nicht mit normalen Waffen. Müssen wir irgendwie an einem bestimmten Punkt stehen, um die zu treffen. Wir wissen nämlich auch, dass die Magierin sich um locker mal 40 Punkte pro Runde heilt. Dann kann sie aber auch nicht mehr angreifen. Das ist schon mal ganz, ganz vorteilhaft. Und wir kriegen sie auch langsam so ein bisschen runter. Das sieht man ja auch schon. Müssen dafür aber die Käfer wahrscheinlich außer Acht lassen. Ich versuche es wirklich mal das nächste Mal gleich die Dame hier direkt zu töten. Relativ viel Schaden abzuziehen. Dass alle mit allem mal draufknallen, was irgendwie nur geht. Das wird hoffentlich helfen. Ja, finden wir es raus. Nun ja, dann sehen wir uns aber morgen. Bis, ja, denn dann.